Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Ja, in der letzten Folge haben wir ja hier die neue Landebahn und die neuen Lande- und Startbahnen errichtet, die jetzt aktuell schon ihre Verbindungen kriegen. Sie sind noch nicht ganz fertig, also die Baumaßnahmen werden noch gemacht, natürlich, weil auch wir hier außen die Laufbahnen haben und alles, was natürlich, ja, sehr complicated in dem Fall ist. Also die Preise sind dementsprechend hoch. Wir schauen mal, ob wir jetzt schon sagen können, dass wir größere Bahnen haben wollen. Weil es wäre gut natürlich, wenn wir die direkt auf volle Größe ausbauen können. Ist zwar schweineteuer, aber gut wäre es trotzdem. Bedeutet, hier sind die 20er Marker und dann düsen wir mal durch. So. Nicht genug Geld, weil bis hierhin kriege ich es gerade gezahlt. Okay. Weil 800.000, gut. Aber wie gesagt, ich will schauen, dass wir das Ganze auf jeden Fall durchziehen. Ist aber leider nicht unbedingt so einfach. Weil dann natürlich auch viel übrig bleibt zu tun. So, wir machen jetzt hier jeweils 4 noch breiter. Das sollte fürs Erste hoffentlich reichen. Ist schon viel, okay, das ist natürlich praktisch, wenn man da genau gleich weit erweitern muss. Gut, dann baut dieses Kreuz der Verdammnis. Ach so, weil die ist, warum, oder habe ich hier nicht durchgezogen? Habe ich hier Scheiße gebaut? Scheint so. Oh, ich habe schon wieder irgendwo Scheiße gebaut. Warum eigentlich immer ich? Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Ah, Flugplan. Abgeflogen, rollt, Pushback. Das ist der Trainer, ja, echt alles. Und wir sind noch nicht mal fertig ausgebaut, ne? Das muss man sich jetzt überlegen. Wo habe ich jetzt noch die 600.000 her? Haben sich jetzt eigentlich zum Beispiel jetzt solche Kredite angepasst? Nö, die sind immer noch bei 1,5 Millionen das höchste. Was denn? Vermutlich muss man. Oh, ich hasse es. Ich hasse es einfach. Diese ganzen falschen Gepäcke und ich check noch nicht warum. Schon wieder! Wie viel kostet uns das bitte jedes Mal? Das ist doch eine Katastrophe. Irgendwas mache ich falsch, wenn es darum geht. Sehe ich hier irgendwie so Sicherheitspersonal, Patrouille? Nee. Werde ich doch wahrscheinlich unter Heatmaps dann sehen, oder? Passagiertypen anzeigen, begehbare Bereiche anzeigen. Gut. Rollwegüberlastung, das ist spannend. Weil da sehen wir genau das Problem. Diese Engpässe aktuell, die wir haben. Hier will einer hin, genau, ja. Und das wird wahrscheinlich. Also zwei Flugzeuge machen schon was. Oh. Irgendwas hat das Gepäck, ich weiß es nicht. Ach, schau dir das an. Oho. Okay. Das sind zwei Flugzeuge? Scheint so. Ah ne, da wollte er noch drüber crossen, deswegen. Jetzt ist die Stelle voll besetzt und da sieht man natürlich, er wartet jetzt zum Beispiel auf ihn hier, was wieder zu Staus da führt. Oh Gott, das. Hoffen wir mal, dass mit dem neuen System und mit der neuen Größen ausgebauten Staufläche sich das anpasst. Dann sollten hoffentlich auch unsere Kollegen hier zufriedener sein. Aber dafür müssen die Bauarbeiter halt mal Gas geben, weil die Strecke ist ja noch nicht mal zu 90% fertig. Da weiß ich echt noch nicht. Soll ich hier drunter nochmal ein Gebiet ausheben? Wo ich das angehe? Okay, währenddessen einfach mal werden wir hier straight out ein paar neue Gebiete bauen. Das Problem wird sein, wir würden keinen Bauarbeiter kriegen, weil die sind ja alle beschäftigt. Wie geht's eigentlich mit unseren zwei Läden hier?
Ach, dein Vertrag wird annulliert, wenn das nicht binnen 7 Tagen erreicht wird. Okay. Die scheinen nicht so happy zu sein. Wie schaut's mit dir aus? Du scheinst super happy zu sein. Bei dir funktioniert alles. Warum wollen die keinen Kaffee? Wollen die Sitzmöglichkeiten haben oder was ist hier? Das Problem. Das mit den gefährlichen Gepäckstücken geht mir auf den Sack. Wie hat es ein Bauarbeiter hierhin geschafft? Ihr müsst die scheiß Straße fertig, die scheiß Landebahn fertig machen. Ich muss das alles jetzt wieder in die Sicherheitszone erstmal designen, weil, ja, wenn du die Mauern entfernst, ist es ja keine Sicherheitszone mehr. Wer wusste das schon? Ja, ich... Nur eine Katastrophe. Ja, nimm das mit. Dankeschön. So. Jetzt halt nochmal. Wir wollen Wände hier hinter. Und irgendwie konnte ich das ausschalten. Ich weiß es noch. Ich weiß bloß nicht mehr wie. So. Der Mittelgang war 3 breit bei denen da drüben. Dann wird er wahrscheinlich hier mal. Wenn ich schaue, der unten, die Wand ist eins nach unten gesetzt. Bedeutet, du gehst hier hin, um gleich zu sein. Dann kostest du 120 und du kostest mich auch 120. Genau, cool. Dann passt das schon mal. Die Frage ist, ob wir sozusagen nicht zwischendurch einfach aus sowas einen großen Shop machen. Ob wir hier in der Mitte zum Beispiel großen reinmachen oder groß, groß, kleine, kleine Läden. Das ist am Ende immer die Frage in dem Fall. Da sind natürlich viele Passagiere unterwegs. Und Toiletten brauchen wir hier auch noch. Aber wollt ihr die nicht irgendwo unten machen? Wollt ihr die nicht drunten im System machen? Ich will nur mal gucken. Die Wand ist da unten. Okay, bedeutet, wenn ich hier jetzt Sachen mache. Aber das muss ich wahrscheinlich ganz unten platzieren am Ende. Wenn ich sage, das ist jetzt unten. Ich mache eine große Treppe. Unterschiedlichen Zonen. Okay, erstmal die Zone anpassen, weil es muss eine Sicherheitszone sein. Okay. I understand. Sicherheitszone. Gut. Jetzt muss ich wieder den Punkt finden, wo ich gesagt habe, ich mache das. Staircase. Treppe. Machen wir fünf breit. Okay. Runter. Was ist das noch von der Platzierung hier? Passt noch. Gut. Und dann auf der anderen Seite müssen wir das genau gleich machen. Alter, die Flugzeuge sind so heavy laut. Ich hoffe, dass ich das richtig platziere. Da ist ja meine Angst drum. So, und dann Aufzug noch. Und
dann muss hier in der Mitte die Mauer abgerissen werden. Oh ne, den habe ich falsch platziert. Cheat. Was ich vergessen habe, ist, dass wenn du hier unter den gehst, wir können es erstens so machen, dass vorne den Terminal, ne? Wir den einfach hier platzieren. Baue ich dich jetzt so hin? Oder so hin? Ich baue dich so hin. Okay, das passt doch schon mal ganz gut. Schaut jetzt gerade vielleicht noch ein bisschen doof aus. Das schaut sehr doof aus. Das passt einfach nicht in die Gegend ran, ne? Aber im Grunde ist es ja auch nur der Zugang für die Leute zum Gebiet. So. Wenn wir hier mit dem Weg geregelt haben bis jetzt. So. Ist immer dieses vier breit. Dann führen wir das mal fürs Erste bis ganz oben einfach durch. Das machen wir dann auch hier drüben. Ich weiß bloß nicht, was ich mit dem Bereich hinten mache. Also was, wir begrünen das jetzt einfach. Scheiß drauf, wir machen ein Grünzeug drum. Das schaut bestimmt ganz nett aus. Sound weg. Jetzt ist er wieder da. So. Und irgendwie hat es auch nicht gescheit platziert. Ey, was soll denn das jetzt? Perfekt. So, weil dann können wir da unten die VIP-Bereiche, die Klos hinbauen und. Und dann sollte das auf jeden Fall gut passen. Wie schaut es denn hier aus? Wir warten eben schon lange Zeit darauf, dass ihr das fertig baut. Aber ihr kommt gut voran. Das muss ich euch mitnehmen lassen. Sie kommen gut voran. Sie brauchen halt nur eine Ewigkeit bis hier hoch. Und dann die ganzen einzelnen Stadtbahnen. Also das hier unten schaut ja schon mal gut aus. Und es wird eh noch erweitert dann auf die Breite. Weil natürlich dann zwei Flugzeuge nebeneinander starten sollen. Und Chinatown bedeutet eine fünffach breite Start- und Landebahn. Das wäre dann auch quasi die Breite, die wir bräuchten, um wirklich einen großen Flughafen bauen wollen, damit sie nebeneinander fahren können. Und den Verkehr hochhalten können. Also bei sowas geht es ja gerade noch. Aber jetzt davon ausgehen, dass wir wirklich das in anderen Dimensionen bauen, würde ich gerne, dass die Flugzeuge nebeneinander rein rausfahren können, jederzeit, ohne Probleme. Und dann wäre sowas hier in der Art praktisch. Und das ist gerade mal für mittlere Flugzeuge. Das ist ja noch nicht mehr für die Großen. Will ich wissen, wie groß die Großen sind? Ich glaube nicht. So, wie schaut es hier aus? Da haben sie noch gar nichts gemacht. Und hier, seitdem wir darum gebastelt haben, auch nichts mehr. Gut. Hier unten gibt es ja auch gerade noch nichts. Grundsätzlich, es gibt ja diese VIP-Bereiche, ne? Wo waren denn die? Und was fehlen denn die überhaupt? Gastronomiebereich, Airlines Lounge. Warum fällt Informationsschalter unter Airlines Lounge? Buffettisch. Also was mich jetzt interessiert, was passiert, wenn ich das platziere? Allererste wichtige Frage. Ich kann die für Airlines definieren. Oh. Okay, das ist natürlich eine spannende Sache, wenn man überlegen muss, wo man die in Zukunft... Obwohl, man könnte auch sagen, dass das sozusagen der Airline-Launch-Bereich ist. Und wenn er...
man das hin will, oder man baut die an verschiedene Stellen hin. So, schaut sie draußen aus. Wir kriegen es in einer Woche nicht hin, oder was? Mit euch Mitarbeitern. Das ist ja der Wahnsinn. Was ich interessant finde, dass sie diese Linie bis jetzt noch nie ein einziges Mal angefasst haben. Ich liebe Gepäck. Ich liebe Gepäck. Ach, leg mich doch am Arsch. Ah, diese Gepäcksache macht mich irgendwann noch fertig, ich sag's euch. Das ist das Problem hier aktuell. Infrastrukturqualität ist zu Flächen. Aber warum ist das alles nur bei 50%? Also irgendwas scheint ja schief zu laufen. Sind meine GAs zu schlecht? Muss ich Leute kündigen? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, was hier anschaut. Schalte das Gastronomie frei. Blablabla. Ich habe ja nicht mal einen GA. So schaut's aus. Schichten, Führungskräfte. Alles eingestellt. Zufriedenheit der Mitarbeiter ist relativ hoch. Ich habe die Hälfte noch nicht geupgradet, ne? Weiterbilden. Wir bilden mal die weiter, die Möglichkeit dazu haben. Auf 1-2 Seiten noch. Nein, wir wollen dich nicht entlassen. Ich gebe jetzt nicht umsonst für dich Geld aus. Also ist erstmal die vierte. Oh Gott. Das kann ein bisschen dauern. Bis man alle weitergebildet hat. Vorteil ist, die sind natürlich dann besser und verlässlicher, aber ob das sich so viel bringt? Das Geld, was ich da rausschmeiß, kann gut für neue Technik auch verwendet werden. Und ihr wisst, neue Technik ist key. Und natürlich verlangen die Mitarbeiter nur noch mehr. Das ist nicht wirklich gut. Okay, das lassen wir jetzt für das. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. In der nächsten Folge können wir dann hoffentlich unsere neue Startbahn hier veröffentlichen. Und wir haben hoffentlich dann auch die Möglichkeit, endlich das hier weiterzubauen, weil bis das fertig ist, können wir wenig machen. Ohne Bauarbeiter sind wir so ein bisschen aufgeschmissen. Und ja, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.